Der 12. Mann heute im Stadion. Und das Stadion, das ist eine der Fußballkneipen in München. Und wir haben uns gedacht, fürs erste Spiel wollen wir da reingehen. Und wir wollen direkt schauen auf Emotionen. In der Kneipe ist nicht nur Stimmung, da werden auch Lieder gesungen. Und wir sind auf der Suche nach dem M-Hit 2008. Das ist das Spiel. Was ist euer Lied? Ist es Christina Stürmer und Fieber oder sind es die Revolverhelden mit dem Song Helden? Schickt uns einfach eure Songs per MMS an die 7, dreimal die 0 und wieder die 7 oder als E-Mail oder einfach per WAP Upload und dann seid ihr auch dabei im 12. Mann. Schenkt dem Ösi einen Eini, so hieß es hier und heißt es immer noch auf dem Plakat. Es war schon relativ bitter, was die Österreicher gezeigt haben. Ich denke, da sind auch hier alle einer Meinung gewesen. Oder waren sie überhaupt nicht überrascht? Ich fand es schade. Ich war überrascht, dass die Österreicher so gut gespielt haben und dass sie nicht die Torchancen umgesetzt haben. Da war ich überrascht darüber und ich fand es sehr schade. Der Abspann läuft, Feierabend, das Spiel ist vorbei, die Kneipe ist leer. Aber ihr seht, hier sind noch die einen oder anderen mitten in der Diskussion vertieft. Und wir haben tatsächlich nach der ganzen Emotion den einen oder anderen Netzer gefunden. Also im Vergleich zu dem Spiel davor, wenn man Österreich-Kroatien gesehen hat, glaube ich, dass es für uns nicht schwierig wird. Also die Kroaten waren nicht gut, die Österreicher waren, ja, ihren Mitteln entsprechend. Wir waren gut, wir haben schön über die Außen gespielt, schöne Chancen gehabt. Ich denke, da ist einiges drin. Ja, ich glaube, da kann man was draus machen. Ich denke nicht, dass es schwierig für uns wird, weiterzukommen. Ja, insgesamt muss man sagen, über 70 Minuten dominiert, insgesamt mal 20 Minuten während dem Spiel. Nicht ganz so stark, aber von den Chancen her hochverdient. 2-0, gutes Ergebnis, kein Gegentor, geht in Ordnung. Nee, ich denke, es war ein sehr guter Auftakt von den Deutschen. Verdient ist 1-0, Klose hätte es davor schon machen müssen. Zweite Halbzeit sehr in die Defensive gedrängt, haben sie fast ums Gegentor gebettelt und dann Gott sei Dank Schweinsteiger sehr gut nachgesetzt, 2-0 Podolski. Verdienter Sieg insgesamt, hätte allerdings auch durch die Nachlässigkeit in der zweiten Halbzeit zum 1-1 führen können. Abgezapft ist, das war der 12. Mann aus dem Stadion. Wenn es bei euch ähnlich abgeht, zu Hause, in der Kneipe oder wo auch immer, zeigt es uns, schickt uns die Bilder und dann sehen wir vielleicht von euch das, was wir hier und heute gesehen haben.